Premiere des Musicals Einhörner gibt es wirklich im Konzerthaus. Ein Musical für die ganze Familie, von einer Kärntnerin geschrieben. In dem Stück geht es um die innere Schönheit und dass die viel wichtiger ist als das Äußere. Kindern kann man am besten, glaube ich, das vermitteln, die innere Schönheit und allgemein eben das ganze Thema, indem man es spielerisch macht. Und dazu ist Musik das größte Mittel, weil mit Musik, ja, das ist eine Sprache, die für alle wichtig ist und für alle funktioniert. 1, 2, 3, 4, die Zeit ist gleich hier, atme entspannt. Ich bin den Max, ich bin der Abenteurer und ich bin das verstoßene Einhorn, weil ich mein Horn verloren habe und jetzt bin ich aus dem Andorischen Königreich verstoßen. Können wir diesen Teil überspringen? Nein, weit weg von Köln. Cordelia ist ein bisschen verpeilt. Sie möchte, dass jeder ihr Freund ist. Und man kann sie eigentlich nur lieb haben. Ja. Wir haben dich lieb. Ein Superstar. Ein Superstar. Einhörner sind eigentlich ein Produkt der Fantasie. Natürlich gibt es Einhörner. Was ist das für eine Frage? Wir machen jedes Jahr zu Weihnachten immer ein kleines Geschenkchen für Kinder, die es notwendiger haben oder die so nicht zu den Veranstaltungen können. Und dieses Jahr ist uns das Antoniusheim immer aufgefallen in Treffen, aufgrund von Überschwemmung schwer betroffen. Und die Kinder sind glücklich mit der Einladung. Die nächsten Vorstellungen gibt es in Wien.